Hey ho, meine Lieben. Ja, ich bin heute aus der Richtung gekommen. Ganz einfach, ich komme schon aus der Küche, weil heute gibt es ja eigentlich was schon fertig war. Das Gericht aus dem Wok, das Schweinefleisch, das gebratene. Schmeckt auch kalt. Und das mache ich mir heute mit neuen Geschmacksprofil. Also Wok Resteverwertung mit neuem Geschmacksprofil. So nennen wir das Video. Und das versuche ich mit ganz einfachen Mitteln hinzubekommen. Attacke, auf in die kleine, aber feine Küche. Alles, was wir benötigen, haben wir eigentlich schon hier. Gut, im Hintergrund kocht jetzt gerade noch ein bisschen Rosenkohl, den esse ich aber dazu. Eine Zwiebel, Schmand, Creme fraiche, ein paar Kräuter und eine Sahne, was ich hiervon verwende, das ja, werde ich dann sehen. Und den Rosenkohl einfach ein bisschen in Salzwasser köcheln und dann noch im Topf. Mit ein bisschen Butterschmalz vor sich hinschmoren lassen. Mehr werde ich da gar nicht machen. Aber ich schneide mir jetzt die Zwiebel in Scheiben oder so Halbringe. Und dann sehen wir uns schon auf der anderen Seite in der Küche am Wok wieder. Ja, dann wären wir auch schon soweit. Hier hinten schmuggel eben mit viel Butterschmalz hier mein Rosenkohl. Bloß ein bisschen Salz dran gegeben und mehr nicht. Hier ist auch ein bisschen Butterschmalz drin und da werde ich jetzt die Zwiebel hineingeben. Das Ganze wird alles ohne großen Hokuspokus gemacht. Ja, ein klein bisschen Zwiebel haben wir noch. Und dann schmuggle ich mir hier drin, muss natürlich jetzt erst noch gescheit warm werden, die Zwiebel kurz andünsten und dann geht es auch schon weiter. Da hinten werde ich wohl oder übel ein bisschen runterschalten. So, hier geht es mittlerweile auch schon los. Ja, die Zwiebeln zerfallen dann. Ich habe die Zwiebel eben einmal in der halben Mitte sozusagen durchgeschnitten und dann in Scheiben geschnitten, dass wir eben solche offenen Kringel bekommen. Wollen wir mal hier. Also ich denke, den Schmand und das Creme Fraiche werde ich auf alle Fälle reinkloppen. Ob ich die Sahne dann nachher noch brauche, das probiert, werden wir dann sehen. Hier habe ich noch die 8 Kräuter, die hatte ich auch noch im Gefrierschrank, dass die auch mal weg sind. Kann man ja jederzeit ein neues Backerl holen. Tja, leider kein Garten, also kaufe ich mir das Zeug gefroren. Aber dann ist es auch frisch. Probieren. Ob der schon soweit gut ist. Heiß ist er. Bisschen darf er da hinten noch. Die Zwiebeln werden so langsam. Jetzt noch ein bisschen was von dem Butterschmalz und dem Rosenkohl hier abzwacken. Da ist eh viel zu viel drin.
Also wir wollen hier keine braunen Zwiebeln, sondern nur schön weich und angedünstet. Der rockt bis jetzt Vollgas. Den drehe ich jetzt runter. Und wenn man das Ganze eben nachher noch nicht schlonzig und cremig genug ist, kann ich immer noch ein bisschen was von der Sahne reintun. Und jetzt, wie sind wir eigentlich schon so weit? Darf ich hier noch den Rest rauskratzen? Nee, ich verschenke hier gar nichts. Kann man das Fleisch und das alles wieder reintun. Das soll ja schließlich auch schön warm sein. Ja, ich denke, das ist schlonzig genug für mich. Ich nenne es jetzt einfach mal schlonzig. Nee, da muss ich keine Sahne mehr mit reintun. Jetzt bin ich ja ein paar gespannt, ob hier Kommentare dazu kommen, ob das irgendjemand an irgendein Gericht erinnert, was ich auch schon mehrmals gemacht habe. Ich habe es im Hinterkopf gehabt. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. So, nur noch schön warm werden lassen. Und dann sehen wir uns schon an der Anrichte zum Anrichten und zum Essen probieren. So Leute, dann wären wir soweit. Da habe ich mir gleich mal ein bisschen was von dem Rosenkohl mit drauf. So. Tja, also mich erinnert es definitiv an ein Gericht. Da hätten jetzt Champignons, wie ich im letzten Video gesagt habe, sehr gut noch mit reingepasst. Ja. Tja, und dann habe ich nochmal eine Portion übrig. Definitiv. Aber so esse ich es morgen auch gerne nochmal. Was will ich euch mit diesem Video sagen? Das machen wir jetzt vorher. Ich kann es noch ein bisschen auskühlen. Ganz einfach, man kann da essen, was eigentlich lecker war schon, noch besser machen oder auch ein ganz anderes Geschmacksprofil geben, um das am nächsten oder am übernächsten Tag einfach nochmal zu essen, dass man nicht jeden Tag wirklich dasselbe essen muss. Ja, was mir leider ja auch des Öfteren passiert, wegen der Mengen. Und genau deswegen habe ich das heute gemacht so. Jo, da haben wir es jetzt nochmal. Ja. An Gewürzen war gar nichts mehr nötig. Der Knoblauch kommt immer noch durch, der mit drin war. Aber jetzt habe ich noch die Zwiebelaromen drin. Den Schmand und das andere Zeug. Mir fällt es gerade wieder mal nicht ein. Unglaublich. Ja, ich weiß. Und das Ganze schmeckt jetzt schon ganz anders als gestern.
ein klein bisschen kommt das China-Gewürz auch noch durch, aber nur ein ganz klein bisschen. Dazu lecker Rosenkohl. Geil. Leute, so einfach kann man sein Essen verändern. Probiert es einfach mal aus, egal mit was für ein Gericht. Da gibt es Milliarden von Möglichkeiten, aber es geht ganz schnell, es ist lecker und ich gehe jetzt essen. Tschaikowski, ein Däumchen nach oben, wäre schön, diesen hier und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.